Also, ich möchte dann nochmal ganz offiziell eben euch begrüßen zu unserem heutigen Infowebinar. Es kommt auch immer wieder die Frage, darf ich dazu auch Interessenten einladen? Das ist ja der Hintergrund, ja, dass man einfach dieses Tool auch nutzt, um einfach andere Menschen zu informieren, was ist Skyway, was ist dazu eine grandiose neue Transporttechnologie, die immer mehr für Aufsehen sorgt, teils leider auch im negativen Sinne, weil man das natürlich nicht so gerne sieht, wenn sich so eine geniale Idee, die uns meiner Meinung nach den Planeten retten kann, so durchsetzt. Und ich bin immer wieder begeistert, was da passiert in den 3 Jahren und wie schnell sich das Ganze entwickelt. Und darüber darf ich euch heute berichten. Meinen Namen kennt ihr ja und könnt ihr auch hier lesen. Mein Name ist Rosemarie Kirner. So, ja, um was geht's? Warum Skyway? Die große Frage, ja, die möchten wir heute auch mal beleuchten. Dann, was ist Skyway? Oder hier auch kann man sagen, warum ist Skyway so interessant? Die Vorteile der Technologie, die Technologie im Detail. Habe ich heute einen etwas neuen Part dazu, habe ich mir ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit Blockchain. Dann natürlich schauen wir uns den Gründer an und was sonst noch alles auf dem Weg von Skyway sich eben bewegt. So, warum Skyway? Na, diese Bilder sprechen für sich. Ich habe es ja das letzte Mal schon erzählt, das untere Bild durfte ich das letzte Mal erleben auf dem Weg nach Berlin, eine Stunde so, Gott sei Dank hat es erst zum Schluss zum Regnen angefangen. Ansonsten kann man ja in der Sonne es ganz gut mal aushalten, aber schön ist es natürlich nicht. Es ist keine Lebensqualität. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn man es mal anschaut, 2000 Staus jeden Tag, das ist unglaublich, dass das auf Dauer einfach nicht mehr funktionieren. Und 745.000 Staus letztes Jahr, also das ist wirklich, sind 1,5 Millionen Kilometer lang, das ist nicht mehr lustig und deshalb brauchen wir Lösungen. Noch dazu, wenn man hier diese Statistik sich mal anschaut, Unfälle mit Personenschäden im Jahr 2018 308.553, also das ist schon krass. Dann Verunglückte insgesamt fast 400.000, Getötete 3.270 und schwer Verletzte 67, also fast 68.000. Viele landen im Rollstuhl, deshalb auch die Idee von Junitzki eben. Also es ist ernüchternd, es ist schlimm. Junitzki sagt, die Straße und der Straßenverkehr war das Schlimmste, was der Mensch erfunden hat. Ja, natürlich können wir uns fortbewegen, aber es ist das Gefährlichste und das Schädlichste tatsächlich. Da muss ich ihm mittlerweile recht geben. Häufig sind dann auch noch Drogen oder Alkohol, aber auch Wahnsinn oder Rücksichtslosigkeit ein Riesenproblem. Ich erlebe es, bin viel unterwegs und ich bin immer wieder erschüttert, mit welchem Risiko sich manche bewegen. So, in den Städten ist es natürlich auch noch viel krasser. Und hier sucht man verzweifelt nach Lösungen. Die Städte werden nicht kleiner. Man hat keinen Platz mehr. Man überlegt, sind Seilbahnen die Lösung? Nur häufig oder fast immer heißt, für das, was sie bringen, zu kostspielig. So. Und da, meiner Meinung nach, kommt eben Skyway zum Tragen. Und wenn wir das Ganze uns mal genauer anschauen, warum Skyway, dann werden wir sehen, Skyway bildet einfach Lösungen fast für jede Situation. Es ist eine speziell konstruierte Seitentechnologie oder Stringstruktur in einer Höhe von 2 bis 100 Metern, je nachdem, was notwendig ist. Und es bietet mittlerweile 4 verschiedene Schienenarten, je nachdem, welchen Einsatzbereich man hat. Ja, was meine ich mit Einsatzbereich? Es kommt auf die Geländeart an. Skyway bietet Lösungen für die Bergregionen, ja, aber mit einer ganz anderen Kapazität, wie zum Beispiel die Seilbahnen, mit viel effektiver und so weiter. Im Moment bis 30% Steigung möglich. Dann bietet es Lösungen für Seehäfen. Man sieht es hier im dritten Bild, nämlich man kann bis 50, 20 Kilometer ins Meer hinaus, man kann plötzlich Häfen, die mit Hochseeschiffen nicht anfahrbar sind, mit Skyway eben verknüpfen und dann hat man hier noch spezielle Be- und Entladungssysteme und, und. Also hochinteressant. Dann bildet Skyway Stadtlösungen, sogenannte Smart Cities Konzepte.
integrierbar in die Städte, aber auch Möglichkeiten, komplett neue, man nennt sie lineare Cities aufzubauen. Frachttransport natürlich ein ganz großes Thema. Stellt euch mal vor, wenn die LKW, die jetzt nach Österreich rollen und noch den Urlauberverkehr da behindern, wenn die mal über Skyway über die Berge drüber wären, das wäre doch schon eine grandiose Entlastung. Natürlich auch Highspeed-Lösungen in der Zukunft und was auch nötig ist, kostengünstige Lösungen für die sogenannte letzte Meile. Das sind die Orte, die einfach wenig Fluktuation haben, die ja entlegener sind. Haben wir hier in unserem Land auch, aber auch ganz verstärkt natürlich in Russland, weit entlegenen Gebieten oder auch in Afrika zum Beispiel. Also wir sehen hier viele Nutzungsmöglichkeiten. Zudem hat Skyway, das ja elektrisch betrieben ist, ein völlig autonomes Energieversorgungssystem, mit dem man nicht nur die eigenen Fahrzeuge betreibt und was man sonst noch braucht an Elektrizität, sondern man könnte sogar so unterversorgte Gebiete wie Afrika oder ich weiß nicht, wie es in Russland ist, könnte ich mir auch vorstellen, noch mit der Energie, die Skyway produziert, mit versorgen. Und nebenbei auch noch den Müll mit entsorgen, was mich ja immer wieder erschüttert hat in Italien, was da an Müll rumliegt. Es ist einfach grausig. Ja? Ich kann es nicht verstehen, ich bin da sehr, sehr empfindlich. Ich bin ein Naturmensch. Zudem kann man Strom, Internet und weitere Infrastruktur in die Leitung mit integrieren, aber das sehen wir dann noch bei der Technologie, wenn ich die erkläre. Wo liegen die Vorteile? Natürlich Verkehrssicherheit. Haben wir ja gerade die Statistik gesehen, muss dringend geändert werden. Keine Kollisionsgefahr. Auf der zweiten Ebene, wir haben keine Kreuzungen und somit scheidet auch die Kollisionsgefahr aus, auch wegen der Technik, die wir uns dann nochmal genauer anschauen. Hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, auch durch das Antigleissystem und Einzelradfederung. Hoher Schutz vor Überschwemmungen, naja, das Wasser auch unten drunter platzt. Vor Stürmen, eben durchs Antigleissystem, Erdbeben und Terror. Warum Erdbeben? Weil wenn hier diese Pfeiler wegbrechen, zwei oder drei, durch ein Erdbeben zum Beispiel, dann heißt das noch lange nicht, dass die Schiene bricht, weil das miteinander einfach ideal verknüpft ist. Und durch diese Vorspannung der Technologie, die wir uns dann ansehen, kann das eben noch überleben, natürlich mit geringerer Geschwindigkeit, aber es würde nicht sofort einstürzen. Und Terror, das liegt einfach am Aufbau der Schiene, die kann man nicht so leicht sprengen. So, Umweltfreundlichkeit, natürlich Straßenbau, wenn man mal anschaut, was da der Umwelt angetan wird, die zu als Asphaltierung. Ich habe jetzt die Statistik, ganz Großbritannien fünfmal, das ganze Land, ja ganz Großbritannien fünfmal ist allein asphaltiert durch Straßen, extrem. Ja, das haben wir hier natürlich nicht bei Skyway, das hat Junitzke eben erzählt. Keine Störungen für Tierwanderungen. Die haben unten drunter Platz. Die werden nicht verstrahlt wie bei der Magnetbahn, die ja oft verglichen wird. Ist sowieso kein Vergleich ist, aber häufig sagen die Leute, ja, das haben wir doch alle schon. Ist natürlich Schwachsinn, ja. Sowas gibt es in der Form überhaupt noch nicht. Keine Eingriffe in Grundwasserspiegel. Hier, da kann das Wasser außen umspülen, spielt keine Rolle. Reifenabrieb, der ja auch die kleine Partikel, die so der Umwelt schaden oder das Tausalz, haben wir alles nicht und natürlich extrem niedriger Energiebedarf. So, viel, viel niedriger, wie einfach alles andere, was bisher auf dem Markt ist. Sehr komfortabel, die Schienen sind extrem eben und verschweißt miteinander, diese ganzen Verknüpfungen. Es gibt keine, wie soll ich sagen, so Verbindungen, wo man sagt, man muss jetzt auch wegen den Temperaturen noch Freiräume lassen und so weiter. Das gibt es hier nicht. Deshalb ist das Ganze auch sehr temperaturbeständig. So, dann kurze Wartezeiten. Das System ist einfach anders aufgebaut. Es ist über die Blockchain gesteuert, sodass wir hier keine Wartezeiten und keine festen Pläne haben, wie wir es bisher kennen. Und natürlich automatisch gesteuert, wie gesagt, auch Blockchain gesteuert. Kommen wir heute noch mal ein bisschen dazu, weil das ist ein wichtiges Thema geworden. Und eben keine Kreuzungen, die hier auch sich auswirken. Aber das Wichtigste sind die Bau- und die Betriebskosten. Was nützt mir, wenn alles perfekt ist, wenn es nicht bezahlbar ist? So, und da punktet Skyway natürlich hier extrem, denn die Baukosten und die Betriebskosten sind wesentlich günstiger wie bei allem, was bisher auf dem Markt ist. Warum? Zum Beispiel wenig Flächenbedarf, Straße, Schienenverlegung. Braucht man viel Fläche? Haben wir nicht. Die paar Bahnhöfe, die sehr klein sind, weil es auch keine Menschenansammlungen sind und diese Pfeiler, die brauchen nicht viel Platz. Dadurch auch geringe Kosten für Erdarbeiten und wesentlich geringerer Stahlbedarf im Vergleich zur Eisenbahn, weil die Schiene einfach anders aufgebaut ist. Das sehen wir dann auch.
Weiter geht es mit den Betriebskosten. Wenn wir hier die Balken sehen, ja, hier nur Skyway und Eisenbahn. Doppelte die Eisenbahn bei Milliarde, ob ein oder zwei, ist schon entscheidend. Aber wenn wir hier Magnetbahn nehmen, dann haben wir hier 18 Milliarden, dann wird es schon dramatisch. Oder Einschienenbahn. Also kein Vergleich. Es gibt sowas noch nicht. Ja? So, und das, noch drastischer wird es dann ja auch bei den Betriebskosten. Hier haben wir aufgrund niedrigen Kraftstoffbedarf automatisch gesteuert, also keine Personalkosten, hohe Geschwindigkeiten und bei jedem Wetter möglich, haben wir hier das Doppelte bei der Eisenbahn, aber da haben wir viel mehr Verschleiß noch, aber noch drastischer hier eben auch bei Einschienenbahn und Magnetbahn. Hier sind wir schon beim 30-fachen. Und diese Faktoren führen natürlich zu einer hohen Rentabilität, das heißt zu einer schnellen Amortisierung. Und wir reden hier von 3 bis 5 oder 3 bis 8 Jahren, teilweise bei extrem niedrig frequentierten Strecken auch mal bis 10 Jahren. Aber da haben wir das Beispiel zum Beispiel in Belarus gehabt, über den Fluss Dnepr. Da würde da ein vergleichbares Projekt, das die 50-fache, also das Fünffache, das heißt 10 Jahre und das andere 50 Jahre bedeuten. So, aber jetzt schauen wir uns mal die Technologie an. Und da kommen auch immer wieder, wenn dann auch Ingenieure den Ganzen zuhören, sagen sie ja, was ist denn daran bitte neu? Junitzki sagt selbst, ich hab nichts Neues erfunden. Ich habe nur das Wissen, das wir schon haben, miteinander verknüpft. Das heißt, wir wissen, wenn wir nach oben, wenn wir oben uns bewegen, haben wir wenig Luftwiderstand. Wenn wir unten sind, haben wir viel Luftwiderstand. Also, wenn ich nach oben will wie mit dem Flugzeug, muss ich aber erstmal nach oben. Ich brauche Energie für den Auftrieb. Oben weniger. Bleibe ich unten wie beim Auto, habe ich mehr Luftwiderstand. Dazu noch diese turbulenten Strömungen, wie ihr hier seht. Das heißt, diese Luftverwirbelungen, die unterm Auto passieren, die habe ich oben nicht. So, also verknüpfe ich das Ganze, sage, wenn ich das Ganze, damit ich keinen Auftrieb brauche, auf oben auf die Schiene verlagere, dann habe ich wenig Luftwiderstand, aber ich muss auch nicht nach oben. Logisch. Keine Gravitationsverluste, kein Bodeneffekt, wunderbar. Und dazu noch ein hohes Sicherheitsniveau, weil ich ja oben bin und keine Kollisionsgefahr habe. Und dadurch reduziere ich schon die Energieverluste eben durch den Widerstand. Aber ich habe auch noch eine Reduzierung der Energieverluste, weil ich Elektromotoren verwende. Bei Elektromotoren sagt man zwischen 95 und 97% Auslastung. Beim Auto geht sehr viel Verlust drauf durch Getriebe, Motoren und, was da alles so ist. Ich bin ja kein Techniker. Und dadurch haben wir nur eine Energienutzung von dem Benzin oder Diesel, den ich zuführe, von 30%. Also hier sieht man schon mal gravierende Unterschiede. Deshalb wollen sie ja alle in die Elektromotoren. Nur die Elektromotoren von Autos nützt uns ja auch nicht viel. Wir brauchen ja auch die Straßen. Wir brauchen auch den Platz. Und ich sage es ganz ehrlich, bei der Masse an Autos, wo sollen denn die seltenen Erden her? Wo soll denn der Strom her? Ja, wenn ich die Masse wieder in einzelnen Autos bewege. Und da hat eben Skyway eben sein eigenes Konzept und seine eigenen Lösungen und die meiner Meinung nach viel besser ist. So, dann hat Skyway, wir haben ja gesagt, Lösungen für alle Probleme. Und dafür hat es vier verschiedene Schienensysteme, hier die flexible oder halbstarre Konstruktion. Hier sieht man zum Beispiel auch schon mal ganz deutlich die Schiene als Querschnitt. Wir haben hier in der Mitte diese drei ineinander verdrehten Stahlseile, die über Zug, also über Spannung wie bei einer Gitarrensaite, die in die Gitarre eingespannt ist, eben hier noch verdreht wird und dadurch noch belastbarer ist. Und die hier, das ist im Prinzip das, was die ganze Schiene hält. Wieder bei der Gitarrenseite. Wenn ich mich da drauf stelle und die ist noch so dünn, hält sie mich wahrscheinlich aus, wenn das außen herum halten würde. Natürlich, die Gitarre, das Holz vielleicht nicht. Aber gespannt zwischen zwei Pfeilern würde es mich wahrscheinlich aushalten. Ja? Und dieses Wissen hat man sich hier zunutze gemacht mit diesen vorgespannten Seilen. Miteinander verdreht, noch wesentlich effektiver das Ganze. So, also hier diese Seile. Außen herum hat man einen sogenannten Stahlkörper, natürlich nur das Beste vom Besten. Und diesen Zwischenraum, den hat man mit Spezialbeton aufgefüllt. Der hat einfach die Wirkung, dass er die Schwingung vom Stahl unterdrückt, damit es leiser wird. Und er enthält noch eine Substanz, die das Rosten verhindert.
Und ist natürlich auch noch kostengünstiger, Beton, ja, wie jetzt, wenn das Ganze aus Stahl wäre. Und das sind die Vorteile generell von diesem Schienensystem. Hier haben wir noch die Rohre, wo man eben zum Beispiel Internetkabel und so weiter mit einbringen kann. So, dann gibt es die starre Konstruktion, die kann man vielfach nutzen, eben unten eingleisig oder zweigleisig. Und oben nutzt man sie natürlich, da braucht man es auch für Highspeed zum Beispiel, für 500 oder 600 Stundenkilometer und natürlich für schwere Fracht. Dann gibt es noch die komplett flexible Konstellation, die man nutzen kann, zum Beispiel zwischen zwei Hochhäusern oder hier zwei schwimmenden Inseln oder zwischen zwei Türmen im Gebirge. Da kann man die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, ausnutzen. Nach unten geht es allein, von alleine, raufwärts bremst es von alleine, sodass ich kaum Strom brauche. Vielleicht noch einen kleinen Anschubser und dann hat sich das. Das kann man genau berechnen, ich glaube bis 4 oder 5 Kilometer, dass man so gut wie keinen Strom braucht. Und das Neueste, was eben letztes Jahr dazu kam, das ist, wir kennen ja die Seilbahn, ja, so, dass man die Stahlseile eben verdreht von der Seilbahn hier hat, das kennen wir. Aber Junitzki macht das Intelligente. Er bringt dieses Seile in ein Stahlrohr, das aus Österreich kommt. Und durch dieses Stahlrohr habe ich eine viel breitere Auflagefläche im Gegensatz zur Seilbahn, die hier nur punktuell hier drinnen in dem Gehäuse ist. Das hat den Nachteil bei der Seilbahn. Hier liegt es auf, es wetzt ab und meistens bei vielbefahrenen Strecken müssen wir nach 1 oder 2 Jahren diese Seile erneuern. Bei Junitzki ist das nicht der Fall, denn durch die breite Auflagefläche ist es, wie wir es dann auch bei der Eisenbahn noch sehen werden, habe ich eine ganz andere Druckbelastung und somit keinen Verschleiß. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Das sind übrigens hier Bilder aus dem Ökopark. So, schauen wir uns jetzt nochmal hier an mit einem Querschnitt von der Schiene, von der normalen Schiene, wo oben das Rad drauf ist, so wie hier. Ja? Hier haben wir die Schiene und hier haben wir zum Beispiel das Rad. Wir sehen hier, das Eisenbahnrad von Skyway liegt hier sehr breitflächig auf. Dadurch, dass das Ganze mit den Lasergeräten sehr eben gemacht ist, es keine Schnittstellen oder sonst irgendwas gibt, hat man auch ganz, ganz geringen Rollwiderstand. Dieser Rollwiderstand, den man hier auch natürlich bei der Eisenbahn hat, deswegen macht man hier nur die punktuelle Belastung mit diesem Rad, wirkt sich natürlich hier maßgeblich aus. Bei der Eisenbahn habe ich nur diese kleine Belastungsfläche. So, wo liegt der Unterschied? Wenn ich das Ganze breitflächig belaste, dann ist der Druck auf eine breitere Fläche verlagert und ich habe hier in unserem Fall nur 200 Megapascal Druckbelastung. Bei der Eisenbahn habe ich 1000 Megapascal Druckbelastung. Einfach durch die Konstellation. So. Und ab 500 Megapascal Druckbelastung beginnt einfach der Verschleiß. Also wir sehen hier wesentlich besser. Und die Entgleisung, das sehen wir hier, da haben wir an der Seite ein Rad, das mitfährt. Und hier haben wir eben diesen komischen Schnabel, der das verhindert. Und diese Räder sind natürlich viel, viel kompakter, viel mehr gepresst und viel sicherer. Man sagt, das Zehnfache von dem, was es eigentlich leisten müsste, leisten diese sogenannten Anti-Entgleissysteme. Also. Das sind einfach die Faktoren, dass wir weniger Verschleiß haben. Und dann haben wir hier nochmal weniger Luftwiderstand, haben wir ja gerade schon erklärt mit dem Fahrzeug. Ein Vergleich nochmal. Unten Intercity kennen wir ja schon, die haben ja auch diese gute Form, damit man möglichst wenig Luftwiderstand hat. Aber unten hätte ich Widerstand 0,2 und oben auf der Schiene eben 0,05. Das heißt ein Viertel. Und ein Viertel bedeutet einfach ein Viertel Energie. Und so all diese Sachen miteinander verknüpft, ja. Dann, wie gesagt, wir haben noch den Widerstand gegen die Temperaturunterschiede, weil diese vorgespannten Schienen lösen eben auch dieses Problem dieser thermischen Verformung. Weil es gibt hier keine Spalten, die arbeiten müssen, sondern das ist einfach eben eingespannt, das Ganze. So. Aber jetzt kommt es ganz spannend, weil jetzt haben wir ja endlich unser White Paper, wir haben endlich unsere Seite bekommen über den Skyway Token und über Blockchain-Technologie. Und diese Seite ist äußerst interessant, ja? Sie erklärt, was Skyway eigentlich bedeutet. Und wenn wir uns mal anschauen,
Mein lieber Kollege, der hat das letztens so schön aus der InnoTrans-Seite herausgelesen. Ich war total begeistert. Denn da steht drinnen, dass sie sich für 20 vorgenommen haben, sogenannte intelligente Systeme einzubauen. So, die anderen nehmen sich's vor, Skyway hat das alles schon. Ja? Man kennt, okay, die Transportsysteme sind üblicherweise mit Sensorwerten ausgelegt und diese sogenannten AI oder diese künstlichen Intelligenzen, die steuern das Ganze. Skyway steuert zudem noch, also steuert die Fahrzeuge zwischen den Bahnhöfen. Es steuert aber zusätzlich noch Service- und Wartungsdaten. Wie, das kommen wir noch näher drauf. Sie interagieren mit den Fahrgästen. Das heißt, wir werden unser Handy-App dabei haben. So, ihr werdet gleich sehen dann im Detail, wie es funktioniert. Und über unsere Handy-App werden wir unsere Fahrtkosten bezahlen. Und jetzt wissen wir schon, aha, dazu brauchen wir den Skyway-Token. Komme ich aber gleich noch dazu. Und dann führen Sie auch noch andere Funktionen aus, die normalerweise Menschen machen. Und da komme ich jetzt gleich dazu. So, also Skyway und diese intelligenten Steuerungssysteme, ich habe es ja oft schon mal angedeutet hier auf dem Bild. Man hat diese Messgeräte, diese sogenannte, es gibt hier diese Onboard-Echtzeitsteuerung. Das heißt, die Fahrzeuge und auch die Schienensysteme und so weiter sind mit mehreren Arten von Sensoren ausgelegt. Die sind einfach integriert in den Fahrzeugen, in den Schienen und so weiter. Und über diese Sensoren werden die Datenträger, die Blockchain, kontinuierlich mit einem Datenstrom versorgt, der einerseits das Routenmanagement macht, aber man hat auch noch andere Sachen, ja. Es werden Entscheidungen getroffen, selbstständig von diesen Fahrzeugen, zum Beispiel, oh, da vorne, das wird langsamer, da stimmt irgendwas nicht, muss ich bremsen. Ja, diese Entscheidung trifft das Fahrzeug selbst. Und Sie haben hier 90 verschiedene Objekttypen eingebaut. Also man kann mit diesen Sensoren 90 verschiedene Objekttypen erkennen, zum Beispiel Bäume, andere Fahrzeuge und, und. Was genau, kann ich jetzt im Detail nicht sagen. So, eben diese automatische Abstandsmessung habe ich eben schon erwähnt. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird erkannt und so weiter. So, dann hat man eine Kombination aus Radar und Kamera gezielt gewählt von den Skyway-Ingenieuren, um die Erkennung von Hindernissen auch bei schwierigen Wetterbedingungen zu ermöglichen. Also man sieht, sie haben wirklich alles integriert, was möglich ist. Und dazu soll es auch noch kostengünstiger sein, wie dieses LiDAR-System, was auch immer das ist. Also ich bin kein Techniker, aber die Techniker werden sicher damit was anfangen können. So, dann durch die Blockchain gibt es auch eine Trassenreservierung und ein sogenanntes Routing. Das heißt, das Fahrzeug weiß, wie es fahren muss und so weiter. Datenerhebung funktioniert und Verarbeitung auch für die Wartung zum Beispiel. Das Fahrzeug ist jetzt so und so, hat so und so viele Stunden. Zack, jetzt muss es mal wieder gewartet werden. Das wird alles automatisiert erfasst über die Blockchain. Es kann nicht verfälscht sein und man braucht keine Buchhaltung und nichts mehr. Es wird alles automatisiert gemacht. Es ist unglaublich. Und jetzt ist mir auch klar, warum dieses White Paper so lange gedauert hat. Also das alles so miteinander zu automatisieren und zu zusammenzubringen, ist für mich kaum von meinem Verstand her erfassbar, wie sowas funktioniert. Und natürlich das Analysieren von Daten zur Vorhersage von Fehlern, ja. Wenn man jetzt merkt, da ist irgendein Fehler, dann kann man das anhand von Daten speichern. Man kennt es ja auch von den Flugzeugen schon, kann man das oft, kann man das herausfinden. So, spannend wird auch, wir wussten ja immer nicht, wie wird denn das sein, kann man dort auch zahlen. Da wird es jetzt deutlich, Sie haben ein elektronisches Zahlungssystem durch einen eigens entwickelten Global Transport Token. Ja, den kennen wir ja, den Global GT, wie heißt der wieder auch? GSG. Okay, GW. Also, dieser Token ist interessant, wie das funktioniert. Also, man hat Sensoren in jedem Abschnitt der Schienen, in jedem Drehkreuz und in Apps von Telefonmobilen. Das heißt, ich fahre jetzt, in meinem Mobilfunkgerät ist das alles integriert, ich steige aus, das Gerät merkt, aha,
Beim nächsten Sensorpunkt ist er nicht mehr dabei. Jetzt wird die Abrechnung gemacht. So. Und diese Echtzeitdaten werden dann auch weitergegeben für Disposition und Fahrzeugkontrollsysteme. Das heißt, aha, hier ist viel Verkehr, jetzt brauche ich mehr Fahrzeuge, hier ist weniger Verkehr, jetzt brauche ich weniger Fahrzeuge. Das ist das eine. Aber was noch viel spannender ist, dieses Transportkontrollsystem macht auch eigenständig Abrechnungen. Und zwar zwischen den einzelnen Organisationen, zwischen allen Teilnehmern des Ökosystems, das heißt dem ganzen Skybe-Ökosystem, zwischen den Bauherren und Finanzstrukturen und. Das heißt, spannenderweise, es kommt dann unter Punkt 3, wenn ich jetzt fahre mit meinem Ticket und ein paar Leute fahren auch, die sehen, ah, das Geld kommt rein, das wird sofort an die zuständigen Mitarbeiter oder Mitorganisationen oder sonst was, auch Geschäfte, die integriert sind, wird es sofort entsprechend den Einnahmen verteilt. Also wie das funktionieren soll, hier die Geschäftsmieter zum Beispiel von Transportsystemsräumen und so, wie das funktioniert, ist für mich, für meinen Verstand offen gesagt, ein bisschen zu viel verlangt. Aber das müssen wir ja zum Glück auch nicht verstehen. Verstehen tun wir hier noch eines. Darüber wird der Token laufen und dass der genutzt wird, das ganze System genutzt wird, da glaube ich, gibt es keinen Zweifel. Also hier steht ja, Zahlungen werden sofort durchgeführt und nachher halt ohne Faktor Mensch, das heißt ohne Buchhaltung, sofort an die richtigen Stellen weiter transportiert. Hochinteressant das Ganze. Die Verwendung digitaler Währungstoken als Werteinheit. Aha. Schafft ein einheitliches Wirtschaftssystem. Es gibt ja schon viele verschiedene Zahlungsanbieter, Kartensysteme und so weiter, aber keine Einheitlichkeit. Skybe schafft es, über diese Blockchain ein einheitliches Wirtschaftssystem innerhalb des Skybe-Komplexes zu schaffen. Dass das eine Größe erreichen wird, die unvorstellbar ist, das, glaube ich, können wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen. Ja? Es vereinfacht einfach. Tarifzahlungen, Abrechnungen, Automatisierungslogik, Spendenaktionen, was alles auch ist, neue Skybe-Systeme und alles ohne den Faktor Mensch. Wir können jetzt sagen, okay, dann brauchen wir natürlich viele Arbeitskräfte nicht mehr. Aber dafür haben wir ja diese Systeme, dass wir uns jetzt da eben neu in solche Systeme einbringen können, investieren können und aus den Erträgen wieder profitieren können. Diese Entscheidung haben wir ja selbst. Und ich finde das Ganze genial. So, ich würde jedem einfach mal empfehlen, wenn er sich das White Paper auch anschaut, das werden wir dann nochmal sehen, da ist alles einfach schön im Detail noch mehr erklärt, was das Ganze eigentlich umfasst. Es gibt mittlerweile schon viele Fahrzeuge, einige davon sind schon zertifiziert, das hier ist im Prozess. Ein weiteres, das uns jetzt beim Ökofest erst ein ganz leichtes, für den es schon einen Auftrag gibt, erst vorgestellt wird und. Ich gehe jetzt hier nicht mehr aufs Detail ein. Natürlich gibt es, hier haben wir uns unseren Anatoly Eduardovich Junitsky, das Genie, der einfach mit seiner Vision dran blieb, der sich nicht abschrecken ließ durch all diese Widersacher, die er in seinem Leben erleben durfte. Ich bewundere diesen Mann. Und wir werden heute noch ein bisschen was von ihm hören, aber es ist einfach grandios. Er ist Mitglied des Bundesverbandes UdSSR Astronautics. Das kennen wir ja an seiner Vision Spaceway, auf die ich heute nicht so eingehe. Aber das ist ja das, was er eigentlich als ganz große Vision noch hat nach Skyway. Dann Mitglied der Öffentlichen Akademie für Naturwissenschaften. Das spiegelt sich in seinem Skyword. Das wir dann auch noch sehen nieder. Und er ist natürlich der Chefingenieur dieser grandiosen Transporttechnologie, die einfach für den Menschen ist und nicht gegen unsere Gesundheit oder gegen den Menschen. Und dafür ist er natürlich auch für seine Idee, auch für seine Vision mit Spaceway letztes Jahr am 11. Dezember ausgezeichnet worden mit dem Internationalen Friedenspreis der Slowakei. Die Zusammenfassung von all dem, was in diesen 41 Jahren passiert ist, findet man auf der Seite http://junitsky.com. Wir werden das auf der letzten Seite dann nochmal sehen können. So, natürlich hat er schon einiges bewegt, einiges an Patenten, Zertifikaten, Auszeichnungen, zum Beispiel dritten Golden Chariot, aus ISO-Zertifizierung sogar in Deutschland, in Thüringen, dann
für Umweltschutz von Australien, Mitglied im internationalen Verband, Technologie des Jahres und. Ich gehe jetzt nicht mehr so ins Detail ein, weil das einfach mittlerweile schon so sehr viel ist. So, am Anfang war die Idee, das zweite war dran zu bleiben, er hat drei Versuche gebraucht. Ich erwähne es jetzt einfach wieder, weil immer wieder er bei Wolf und Co. erzählt wird vom Lebend, der ja schon seit 17 Jahren tot ist und er kann ja gar nicht ein Unterstützer sein der Technologie. Doch, er kann und er war. Denn es gab einen ersten Park, ein erstes Versuchsgelände von 2001 bis 2009 und er war einer der ersten Unterstützer. Und wenn ich hier 17 Jahre zurückrechne, wir sind bei 19, dann ist es möglich. Punkt. Dann gab es einen zweiten Versuch in Litauen, wo man ihn der Spionage und was weiß ich alles bezeichnete, wo er flüchten musste mit Familie. Und der dritte Versuch, und da kam dann endlich die Realisierung, war eben in Minsk, wo man 2014 die Unterstützer suchte bei den Kleininvestoren und diesen Park eben realisiert. Es gibt einen Businessplan und der Businessplan hat vieles nicht vorgesehen, was heute schon erreicht worden ist in dieser kurzen Zeit. Das ist einfach unglaublich. Und ich bin so stolz, dass ich einer dieser Unterstützer sein darf. So, mittlerweile gibt es Unterstützung aus den Emiraten, aber die Emirate haben natürlich ein Problem. Die haben andere Temperaturen, die haben Tropen, die haben Salz, sie haben Hitze. Und sie sagen, okay, wir bauen, wenn du uns beweist, dass es bei uns funktioniert. Und dafür geben wir dir sogar die Grundstücke kostenlos, dass du das Ganze bauen kannst. Das ist 2017 entschieden worden und 2018 bekannt gegeben worden. Also, wir freuen uns riesig darüber und hier wird auch bald die erste Strecke fertig sein. Wir sind in der Endphase, wir werden dann noch ein Bild dazu sehen. Aber hier gibt es zwei Testgelände, das eine für die Strecke für Normalen integriert in das Hochschulgebiet oder Innovationscenter SWIC von Sharjah, das ist die Hochschule, wo das sogenannte Silicon Valley von den Emirates. Und die zweite wird in der Nähe von Abu Dhabi entstehen, ein Grundstück über 200 Hektar. Und dort wird man dann die Highspeed-Strecke bauen. Also man wird dort alle Strecken zeigen, Güterverkehr, leichte Trasse und. Ich gehe nicht mehr aufs Detail ein mit speziellen Anforderungen. Man hat auch das Ökohaus dort, das, obwohl das Holzhaus dort nicht erlaubt ist, aber Junitzki will beweisen, dass man mit seinem Ökohaus keine Klimaanlagen braucht, auch bei diesen Temperaturen. Schon eine echte Herausforderung. Und bei Abu Dhabi wird dann auch noch die sogenannte Hyperloop-Strecke in fernerer Zukunft entstehen, im Vakuum, Halbvakuumrohr. Und dort wird man bis zu 1250 Kilometer über der Erde, in der Erde oder im Wasser soll das möglich sein. Aber Junitzki nichtsdestotrotz, das sind ja alles noch Peanuts, sie hat ja so viele Visionen und alles in dieser kurzen Zeit schon realisiert, dass es für mich fast unfassbar ist und dass für mich noch mehr unfassbar ist, wenn die Leute sagen, warum geht man noch nicht an die Börse? Also ich glaube, das Ganze ist so groß, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Er hat zum Beispiel diese Brücke, diese hier mittlerweile übers Wasser, Fußgängerbrücke steht in Minsk, soll auch eben in größerem Umfang in Zukunft über Flüsse für Straßenverkehr möglich sein. Innovative Lösungen für die Planung von Start- und Landebahnen, auch auf Basis dieser Stringtechnologie. Dann gehen wir weiter. Lösungen für sogenannte neue lineare Städte oder integrierbar in bestehende Systeme. Alles möglich, egal. Ihr habt alle für alle Möglichkeiten Lösungen. Die erste Lösung werden wir ja demnächst sehen, eben in Dubai. Dann, hier haben wir sie nochmal, die Ökohäuser. Es sind hier Beispiele. Ihr habt hier viele Beispiele. Dann dazu für diese Ökohäuser, hier für diese Bepflanzung braucht man ja auch Humus. Es gibt ja Länder wie in den Wüstengebieten, die haben ja gar keinen Platz. Die haben Wüste und Städte und zugepflastert. Die brauchen Lebensraum. Und hier schafft er noch Möglichkeiten, dass er hier Lebensraum schafft über diese Ökohäuser. Es ist unglaublich, was er hier zurande bringt. Und hier sollen wir ja auch zum Ökofest 2 bis 3 Kilo Humus mitbringen aus den unterschiedlichsten Ländern für Forschungszwecke. Ja? Also sagenhaft, was Junitzki hier alles bringt. Dann braucht er
für den Transport in die Berge oder übers Wasser. Flugdrohnen, keiner konnte ihm helfen. Meines Wissens, die bisherigen Drohnen schaffen gerade mal 250 Kilogramm. Er schafft es, also Hubschrauber aus einer Not heraus, weil es keiner hinbekommen hat, umzubauen, sodass er 1,5 Tonnen damit transportieren kann. Als unbemannte, wenn auch möglich mit, aber auch als unbemannte Drohne. Und es gibt schon ein Video drüber, wie sie fliegt. Ja, wir haben sie auch letztes Jahr schon bewundern dürfen. Natürlich gibt es auch kleine. Dieses Fahrzeug dürfen wir dieses Jahr auch beim Ökofest, vor allen Dingen bei der Veranstaltung bewundern. Ein Fahrzeug für Behinderte, sodass man mit dem Rollstuhl reinfahren kann, dass man nicht auf dem Sitz aussteigen muss. So, ich muss mich einfach nur einklicken und dann kann ich sofort fahren mit Druck und so weiter. Unglaublich. Und das Fahrzeug wurde auch schon eben auf der St. Petersburger Automobilausstellung gezeigt. So, hier die Fertigungshallen. Wir haben ja mitbekommen, ich werde gleich nochmal dazu kommen bei den News. Hier die neue Halle. Das ist hier die Halle mit den Miniatur- oder mit den Prototypen. Und das sind schon Serienfertigungshallen. Also, wir sind jetzt, ja, wir haben gestartet mit den Rodungsarbeiten 2015 im Herbst. Und jetzt ist das alles entstanden. Unglaublich. Er hat erzählt in seinem Rückblick, zu dem ich heute noch kurz komme, dass zum Beispiel Airbus 12 Jahre brauchte und 12 Milliarden Euro, um diesen Airbus A380 zu bringen. Was hat er in dieser kurzen Zeit geschafft? Oder Siemens habe ich mir auch notiert hier. Sie haben 50 Jahre gebraucht und 6,5 Milliarden für den Betrieb von Transrapid. Und er schafft hier in diesen paar Jahren sowas Gigantisches, das unglaublich ist. Natürlich hat er auch das Ganze vermarkten müssen über Messen, 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 auf die ich jetzt nicht eingehe. Für uns interessant natürlich die InnoTrans, die auch letztes Jahr dann, wir sehen sie, den Highspeed gebracht hat. Aber selbst bei der ersten hat er schon die zwei ersten Fahrzeuge gebracht. Das war 2016 im September. Unglaublich, in welcher Geschwindigkeit. Und dann kam natürlich der Durchbruch auf der Future City Show. Und danach waren die Medien voll. Und jetzt habe ich jetzt auch integriert, mittlerweile schreibt auch Deutschland. Ja, hier der Verkehrsverbund Deutschland, der Herr Wohlfahrt, hat mir persönlich diesen Bericht geschickt. Dann auch hier ein etwas hinterfragender, ich sage mal nicht so gut recherchierter Bericht. Manchmal wäre es gut, wenn Sie sich informieren würden. Aber er ist nicht negativ. Es ist halt einfach ein bisschen, sage ich mal, noch Informationsbedarf da. Aber Sie haben eins schon mal geschrieben, es scheint ein ausgereiftes System zu sein. Hut ab, Sie waren einfach fair. Ja? Ein paar Sachen hätte man vielleicht abklären können. Und dann, das war aber sicherlich nicht unbedingt böse gemeint. So, gibt es einen Markt für diese Transporttechnologie? Eine wichtige Entscheidung, wenn ich Unterstützer werden möchte, wenn ich Darlehensgeber werden möchte. Natürlich, hier Ausarbeitungen, Gespräche und Ausarbeitungen. In mehreren hundert Ländern hat er Gebieten, ja, sagen wir Gebieten, ja, wir haben ja nur knapp 200 Länder, sagen wir Gebieten, ja, man kann Länder auch in Unterländer aufbauen. Aber es ist tatsächlich, ich weiß es, ungefähr 200 Ausarbeitungen von Objekten sind zumindest in der Ausarbeitung. Wann sie realisiert werden, das muss man erstmal abwarten. Oft ist der Kostenfaktor noch dabei, politische Situationen und so weiter. Fakt ist aber, der Bedarf ist riesig. Ja, und wenn wir uns die Bilder angesehen haben, brauchen wir da gar nicht drüber reden. Und egal, Australien, Indien, Indonesien, großes Thema, Malaysia, werden wir gleich noch Bilder sehen. Vietnam, sehen wir hier rechts im Bild. Ja, Vietnam war Unitski erst vor kurzem vor Ort. Hier werden schon Nägel mit Köpfen gemacht. Nigeria, Riesenbedarf, aber halt erst in der Anfangsphase. Peru werden wir auch noch sehen. Moskau, Mongolei, ich werde jetzt gar nicht alles aufzählen. Estland hier, man verrät uns nicht alles, aber der Schwerpunkt ist im Moment eben auf den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier haben wir sie, ja? Da haben wir jetzt auch schon garantiert die Bekanntgabe von den offiziellen ersten 15 Kilometern mit den 21 Stationen. Sehen wir gleich noch. Hier, Region Moskau. So, woher wissen wir das? Weil wir jetzt die neue Token-Seite haben. Und da steht es eben. Bau eines SWIC-Innovationszentrums ist 2019, wissen wir. Ja?
Machbarkeitsstudie für das Projekt in der Region Moskau. Also die Machbarkeitsstudie läuft schon und der Mongolei. So, dann schauen wir uns 2020 an. Strecke Region Moskau, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mongolei sind nächstes Jahr Thema. Und natürlich SWIC, das Innovationszentrum. Entwicklung der Machbarkeitsstudie für komplexe Projekte mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometern. Was bedeutet das? Erst kommen Kleinprojekte, ja? Sogenannte Pilotprojekte, außer Moskau, das ist kein Kleinprojekt, das sage ich euch gleich. Aber das ist halt schon auch in länger in der Ausarbeitung. Aber in der Regel bringt man erst in den einzelnen Standorten Kleinprojekte, 2 Kilometer bis 10 Kilometer, vielleicht 15 Kilometer. Ja? Und dann kommt der nächste Step erstmal bis 50 Kilometer, dann vielleicht größere. Ja? 250 Kilometer, da wird man ja wahrscheinlich schon das Projekt Highspeed einplanen. Und deshalb muss man hier natürlich noch ein bisschen Geduld haben. Und wenn man hier 2024 bis 2026 anschaut, hier geht es dann schon um Hyperloop, hier geht es dann schon um die Inbetriebnahme eben der Region Moskau und Mongolei. Natürlich dauert es ein bisschen, bis das Ganze aufgebaut wird, gerade die großen Strecken. Aber wir reden hier schon Betrieb der Skyway-Strecken von 850 Kilometer. Und langfristig hat man, das habe ich jetzt hier nicht im Bild drin, bis 2023 möchte man ungefähr, rechnet man mit 1,5 Millionen Kilometer, die gebaut werden, sein sollen bis zum Zeitpunkt. Diese Informationen findet man alle auf der neuen Seite swg.eu, also http://swg.io. So, hier haben wir Peru, auch eine große Vision, Claudia Alexandro Zola Suarez, ein Präsidentschaftskandidat für Peru und großer Geschäftsmann. Er hat einen Vorvertrag geschlossen mit Junitski. Natürlich muss man erstmal warten, wie die Kandidatur ist. Aber er baut seine Kandidatur drauf auf und er möchte, er ist stolz, verkündet er möchte in Peru 15 Städte aufbauen und die miteinander verknüpfen. Ja? Es gibt ein YouTube-Video, wo er das erklärt auf Spanisch. Also wer Spanisch kann, ich habe einen Bekannten, der kann Spanisch, der hat sich's angehört. Und das sind eben hier die Bilder, wie das eben mal aussehen kann. Also das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Wer Spanisch kann, kann es gerne in meinem YouTube-Kanal nachlesen. Ich habe es hochgeladen. So, weitere Highlights dieses Jahr war natürlich die World Government Summit. Da hat man erstmals gezeigt, oh, RTA Dubai, das heißt das öffentliches Verkehrsnetz von Dubai bringt Fahrzeuge mit Skyway mit dem Logo drauf. Das war bereits im Februar und wie gesagt, geht mal in Google rein, Skypods Dubai, 3 bis 4 Seiten werdet ihr finden von Artikeln über diese Messe und alles, was damit zusammenhängt. Dann war natürlich Junitskis 70. Geburtstag, der Mann schaut aus wie das blühende Leben, also wenn ich mich an den Wüstentrip erinnere, im Sakko unglaublich. Aber das, was man ihm alles anhängt, er würde angeblich trinken und so weiter, er würde das niemals aushalten, wenn er nicht sich gesund ernähren würde und auf sich achten würde. So, und er würde auch nicht diesen Zuschlag von den Emirates bekommen und. Also so ein Schwachsinn, was da teilweise erzählt wird, unglaublich. Und er hat zu seinem Geburtstag die dritte Ausgabe seines Buchs, eben über das schienengebundene Seilsystem und auf der Erde und im Kosmos, das heißt auch über Spaceway berichtet. Und dieses Buch ist in Englisch und in Russisch natürlich, hat er dann auch in Schardscha eben den Scheich Sultan Muhammad überreicht, der selber ein literarisches und wissenschaftliche Schriften verbreitet und so weiter. So, dann kam die Sensation, die erste offizielle Geheimnis. Freigabe, nämlich dass man die 15 Kilometer eben in Dubai bauen möchte, im wichtigsten wirtschaftlichen Gebiet. Wir wissen ja, nächstes Jahr ist die Expo. Mal gespannt, wie viel bis dahin fertig sein wird. Ich denke, man wird zumindest diese Strecken fertig haben wollen, die eben die Leute zur Expo transportieren. Warten wir es ab. Er spricht zwar von 2021, aber ich denke, eine Teilstrecke wird schon fertig werden bis dahin.
Dann hat man Skyway aufgenommen in die Liste der UNO-Experten für Nachhaltigkeit. Und ich habe es euch ja letzte Woche schon erzählt, das ganze Thema ist sehr, sehr spannend, wird mittlerweile schon in den Schulen eben promotet und ausgearbeitet. Die Schüler werden angehalten, einen Teil davon herauszunehmen. Ich bin gespannt, ob unsere Schule den Zuschlag vielleicht bekommt mit Skyway. Ich würde die Schule natürlich sehr, sehr gerne dabei unterstützen, mit Informationen, mit Zusammenarbeit. Mal schauen, vielleicht kann man sogar die Schüler dann ja dafür belohnen. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Warten wir es mal ab. Aber wenn das kommen könnte, würde, wäre ich natürlich riesig froh, weil sowas über die Jugend kann man das Ganze natürlich noch viel mehr auch den Erwachsenen näher bringen. Diese SGD-Projekte eben haben eine Zielsetzung bis 2030, 17 globale Ziele und auf 169 Aufgaben zu lösen. Ich finde es genial, dass man sowas jetzt auch schon in höheren Schulen ausarbeitet. So, ja, wie sieht es im Moment in Schardscha aus? Viel wissen wir nicht. Wir warten und warten und die großen News werden sicher beim Ökofest kommen. Aber man hat uns zumindest schon mal wieder Bilder gezeigt. Hier wird eifrig betoniert. Man muss ja dann das Ganze, die Fahrzeuge, dann die Schienen anbringen und dann werden, hier sieht man schon, man kennt es ja auch aus dem Ökopark, mit Lasermessungen wird man hier das Ganze auf eine Ebene bringen und hier sind wir in den Endzügen, denn man wartet ja jetzt darauf, dass man so schnell wie möglich das Ganze dann eben übergeben kann an den Scheich von Schardscha. Das wird ja eine reale Strecke und auch eine Teststrecke und eine Lehrstrecke für die Hochschule, wo man ja auch Studenten in englischer Sprache für die Skyway-Technologie ausbildet. So, wie sieht es in Mariana Gorka aus, wo wir ja voller Spannung darauf warten? In 2 Wochen ist es ja soweit. Also heute in 2 Wochen fliege ich und viele andere auch, manche vielleicht erst auch morgen in 2 Wochen. Zum Ökofest, zum vierten Ökofest in Marianne Gorka, das ist ungefähr 40 Kilometer von Minsk entfernt. Minsk übrigens eine wunderschöne Stadt, sehr sauber, sehr gepflegt, mit, ich glaube, mit 52 oder 56 Hochschulen, also eine intelligente Stadt. Und wenn ihr euch dort das Straßensystem anschaut, da können wir unser Straßensystem vergessen. So, hier schreiten auch die Aufgaben voran. Sehr spannend dieses Bild hier von oben. Dieses war letztes Jahr noch nicht. Diese Strecke wird auch noch nicht fertig sein, denke ich, bis dahin. Das ist ja das, was man braucht für die Emirates, die Teststrecke. Die weiß ich nicht, ob sie fertig sein wird. Im Moment ist es noch nicht. Die Brücke seht ihr jetzt, ist hier über. Das Wasser drüber war es letztes Jahr auch nicht. Dann hat man eine Leichttrasse. Ich sehe sie jetzt hier gar nicht. Das müsste dann hier die da irgendwo sein. Ja, genau. Nein, das ist die Trasse. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man die Leichttrasse sehe ich jetzt hier auf diesem Bild gar nicht. Und dann ist natürlich das Be- und Entladesystem, aber das durften wir letztes Jahr schon bewundern. Ja, hier diese Gebäude sind zum Beispiel neu. Also das hier, das braucht man, das wird natürlich noch ausgeweitet werden, eben für die Teststrecke für die Emirates. Also es hat sich hier einiges getan und voller Spannung warten wir natürlich darauf, was hier. Das war letztes auch schon das Badehaus. Man hat hier eine ganz tolle Anlage gemacht, eben um auch die Natur zu zeigen aus einem ehemaligen ja, Katastrophenpanzerstützpunkt oder was es war, hat man hier eine Grünanlage, die schönste Parkanlage, gezaubert in dieser kurzen Zeit eben mit Ökohaus und Stationen. Wirklich schön. Und hier ist das Gebäude, ich zeige es nochmal, wir werden es dann noch kleiner sehen. Davor ist der sogenannte Null-Kilometer-Stein, der ja jetzt das Vierjährige feiert. So sah es vor 4 Jahren aus. Ja? Man hat hier Belarus außen herum gemacht und vor 4 Jahren hat man diese Eisenbetonplatte, die 1000 Tonnen Gewicht hat, eben hier gelegt. Hier die Doris zeigt drauf, das ist vor dem Museum, das ich euch eben gezeigt habe. Hier habe ich es nochmal eben eingezeichnet. Da liegt eben diese Platte. Es gibt auch einen Tisch damit. Habe ich auch schon vielleicht vor Jahren euch gezeigt, als ich im ersten Office mal sein konnte.
Man sieht hier noch nichts und so sieht es jetzt aus. Unglaublich, was in dieser kurzen Zeit hier passiert ist, wie viele Zertifizierungen schon durchgeführt sind. Und natürlich auch jedes Jahr hat das Unternehmen eine Finanzprüfung. Jetzt hat man auch die Ergebnisse von 2018 bekannt gegeben. Seit 2015 macht man das. Muss man ja als seriöses Unternehmen, braucht man dieses Audit auch für den Börsengang. Interessantes Ergebnis, 90% der Aktiva, das heißt das Geld, das man hat, das Aktive wird aus Eigenmitteln finanziert, aber 10% auch aus Krediten. Man muss natürlich auch hier mal vorangehen. Aber die Kredit, der Anteil wird immer niedriger und das macht einer der Big Four und nicht irgendein Unternehmen. Ja, man hat sich hier nur das Beste vom Besten geholt. Dann hatten wir ganz, ganz interessanten, hohen Besuch und man rechnet damit, dass es auch in weiterer Zukunft weitere Prominente geben wird. Steven Seagal, ein ganz bekannter Schauspieler aus Amerika, aber auch scheinbar mit russischer Abstammung. Er spricht Russisch, Englisch, was weiß ich, was er noch alles kann. Es soll sich scheinbar sehr für die Gesundheit und Verbesserung der Umwelt interessieren, spricht auch auf Englisch ganz klar, dass er eben unterstützen möchte und er findet es, er war begeistert eben. Er kam in Begleitung von Kirill Schimko, den wir auch kennen. Das ist dieser Herr, der damals der Bodybuilder, der Weltmeister, der mehrfache, der diese Unibikes umbauen möchte in Fitnessfahrzeuge. Und er wünscht sich, dass er in Zukunft seine Zeit solchen Projekten eben widmen könnte. Er spielt scheinbar auch schon in Filme im Kampf gegen die Umweltzerstörung. Also es beginnt langsam. Ein wichtiger Schritt ist es tatsächlich, wenn man etwas bekannt machen möchte, eben über Prominente auch, die sowas unterstützen. Und da freuen wir uns natürlich drüber, dass es solche Leute gibt und immer mehr kommen. Dann waren Skype-Vertreter, diese Dame, die man hier sieht, auf einer internationalen Konferenz in Portugal. Hier geht es natürlich wieder ja, wie soll ich sagen, um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit und, und. Das Ganze wurde inszeniert von der britischen Institut Wessex für Technologie und WIT, keine Ahnung, was das genau heißt. Aber es geht hier im Grunde wieder um Nachhaltigkeit, um Umweltfreundlichkeit und so weiter. Und Skyway hat sich ja jetzt dieses Jahr eher fokussiert auf Forums und so weiter, wenn es um Umweltfreundlichkeit geht. So, dann haben wir es gesehen. Die neue Produktionshalle soll jetzt im August in Betrieb gehen. Rechts im Bild sehen wir es innen, links außen. Eine Produktionsfläche von 1200 Quadratmetern verbunden mit dem dreigeschossigen Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude. Haben wir ja von oben diesen Blick gesehen. Und in der Halle gibt es einen Laufkran für 10 Tonnen über die gesamte Hallenbreite. Das wird das hier sein, denke ich mal. Ja, und es ist ein Lager noch mit einem eigenen Tor vorgesehen, also das wahrscheinlich abgetrennt wird. Und die Perspektive wird sein, dass man die bisherige Montagehalle in diese Halle verlagert und in der bisherigen Montagehalle sollen dann mechanische Bearbeitungsanlagen errichtet werden. Also es wird eine Umstrukturierung hier stattfinden und die neue Halle ermöglicht eben dann die Produktionsprozesse an die laufenden Bedürfnisse der ja, Engineering-Gesellschaft von Skyway, das heißt für die ganze Technologie und was halt sonst noch notwendig ist. So, und das ist die Zukunftsperspektive. Es gibt die ersten Bilder, wie die neuen Offices weltweit aussehen werden. Das sind jetzt hier Visualisierungen, Glasgebäude, ja, deshalb glitzert das hier so. Das Bild ist leider ein bisschen schlecht, das ist aus den russischen Webinaren, aber ich wollte es euch mal zeigen. So werden die neuen Büro- und Wirtschaftsgebäude aussehen weltweit. Das ist die Zukunft noch nicht, das sind die ersten Visualisierungen. Vielleicht auch mal ganz interessant, solche Gebäude werden in Zukunft weltweit eben errichtet werden.
So, und voller Spannung haben wir darauf gewartet. Jetzt war es endlich soweit. Das White Paper ist on. Und wer sich schon angeschaut hat, einen Teil habe ich mir angeschaut, ich habe es mir ausgedruckt. Vieles wissen wir ja schon, die intensiv dabei sind. Aber es war sehr, sehr spannend eben, wie das Zahlungssystem funktioniert. Und eines ist, habe ich mir gemerkt, wenn man für die Krypto-Leute, ja, wenn man mit diesen SWG-Token in Zukunft sich eininvestiert in andere Projekte oder bezahlt, bekommt man mehr, wie wenn man mit Fiat-Geld, Fiat-Geld ist Euro, Dollar und so weiter, bezahlt. Das bedeutet, die Nutzung dieses Tokens ist meiner Meinung nach, nach und nach, bis es alle Leute können, gar nicht mehr auszuschließen, weil wenn ich 10% mehr bekomme für das gleiche Geld, nur weil ich auf Token umswitche und mit diesem Token nutze, so ein Token-Wert oder auch ein Coin-Wert steigt im Wert mit der Nutzung. So eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass dieser Token genutzt wird? Beantwortet sie für euch selbst. Ja? Für Zahlung von den Fahrzeugen, für Zahlung von allem, was an Skype-Technologie ist. Und wenn ich irgendein Folgeprojekt mich zum Beispiel als Unterstützer einbringen möchte, bekomme ich nochmal 10% mehr fürs gleiche Geld. Könnt ihr euch selbst Gedanken machen, ob dieser Token in Zukunft genutzt wird? Ich enthalte mich hier mal meiner Meinung. Das dürft ihr selbst entscheiden. So, und dann komme ich zu dem, was Junitsky, ich habe ja ein paar Auszüge schon gebracht jetzt während der Zeit. Junitsky hat ja eine Videobotschaft an uns gerichtet, indem er alle Investoren einlädt, sich alles in der Realität anzusehen. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei, ich freue mich schon riesig drauf. Viele von euch vielleicht auch. Dieses Jahr sind nicht ganz so viele dabei. Eigentlich sehr, sehr schade, denn es gibt ein Riesenevent auch noch nach dem Ökofest. Was er darin berichtet, ist eben, fünf Trassen gibt es in Minsk jetzt. Fünf Arten von Trassen. Ursprünglich waren nur drei geplant. Jetzt hat man schon fünf und die sechste ist derzeit im Bau. Also wesentlich mehr, als man eigentlich geplant hat. So, dann erzählt er eben auch, dass eben diese fünffache Zupflasterung von Großbritannien, das heißt, weltweit hat man mehr Asphaltstraßen als Großbritannien ist, das ist unglaublich, ja. Und der Platz fehlt ja auch, um zum Bepflanzen sage ich, Grünanlagen und so weiter. Und diese Pflanzen, die bringen ja den Stickstoff, wandeln die um in Sauerstoff, den wir ja dringend zum Leben brauchen. Deshalb haben ja diese Wüstengebiete und so weiter ein Problem. Bei uns geht es noch, aber wenn wir noch mehr zupflastern, fehlt uns das ja auch an Sauerstoff. Das macht uns ja auch krank. Und er sagt, denn wir haben hier tolle Gärten angelegt, Blumen gepflanzt. Es ist eine wunderschöne Anlage geworden. Ich kann es nur bestätigen. Und ich freue mich auch jetzt schon wieder, wenn ich dieses Jahr meinen Baum besuchen darf. Und es ist ja eine Riesenanlage mit Bäumen und Büschen, die die Investoren, die das Ganze unterstützt haben, eben bekommen haben. So. Er hat eben das eben er noch erzählt, mit dem, das habe ich euch schon erzählt, mit Siemens und so weiter. Und was natürlich jetzt der Knaller kommt, deshalb werden wir die Schleier über einigen Geheimnisse heben zu den Emirates. Das heißt, er wird einiges, nicht alles, ja, aber er wird uns einiges an Infos verkünden beim Ökofest, was jetzt in den Emirates passiert, ja. Und das betrifft nicht nur Sharjah oder Dubai, sondern weitere Städte und Länder in der Region Emirates oder was auch immer ist. Freuen wir uns, in 2 Wochen ist es soweit. Am 17. August wird die Bombe platzen. Schauen wir, was er uns Schönes erzählt. Er wird uns nicht alles sagen, das geht gar nicht. Aber ich glaube, allein das, was ich euch jetzt heute schon mal deutlich gezeigt habe, ist unglaublich. Und ja, und hier haben wir es beim Ökofest, wer noch dabei sein möchte, das sollte sich beeilen. Denn vor Ort ist an der Tageskasse ist die Karte sehr, sehr teuer. Flüge werden auch immer teurer und so weiter. Wir werden einen Bus organisieren, diesmal auch nur einen kleinen Bus, weil wir einfach nicht so viele Investoren sind. Und diejenigen, die im Koffer Platz haben,
Sollen bitte 2 bis 3 Kilo Mutter Erde, also Humus, mitnehmen. Wir werden es, weil ich fahre mit meinem Mann und meiner Tochter und wir werden von uns was mitnehmen und wir freuen uns schon riesig. Meine Tochter war ja auch letztes Jahr schon dabei. Sie freut sich auch schon wieder riesig, dass sie dann ihren Schulkameraden davon wieder erzählen kann. Auch von diesem Event, das dann erstmals in dieser Form am Tag danach ist, nämlich von Skyway Capital, die ja verknüpft ist mit dem Unternehmen, wie viele wissen. Und man hat jetzt den Investoren zuliebe sogar gesagt, bis 5.8. danach geht nichts mehr, also nicht mehr lange, kann man dabei sein. $50 kostet das Ganze. Es wird hier ein feines Bankett sein mit warmen und kalten Speisen und Nachtisch. Erstmals in dieser Form, bisher war es nur eine einfache Konferenz, wo man gesprochen hat. Ein Showprogramm, dann wird man natürlich die Höhepunkte im Bild festhalten. Man bekommt ein Foto davon. Es wird in den wichtigsten Sprachen übersetzt, auch in Deutsch. Das macht unser Daniel. Vielen Dank nochmal dafür, dass er hier sich einbringt. Er wird übrigens auch auf dem Ökofest uns helfen, wenn auch, da wir nicht so sehr viel sind, im kleineren Kreis. Aber vielleicht hilft uns auch Irina noch mit dabei. Es wird eine Tanzveranstaltung sein. Wir werden das Unimobil sehen dürfen. Es wird dem Junitski ein Geschenk von uns überreicht. Also es wird sicherlich ein sehr, sehr beeindruckendes Event und das Ganze wird in einem Roundtable stattfinden, wo wir alle außen herum sitzen. In der Mitte wird dieses Jahr Junitski mit uns diskutieren über die Sachen, die er uns eben bekannt gibt. Und hier bitte festliche Kleidung ist Dresscode, ja? Also hier nichts mit Jeans und so weiter, für die Herren Anzug, für die Damen elegant. Und ich freue mich riesig, es wird in Marriott, das ist das größte und beeindruckendste Hotel dort überhaupt, erstaunlich, wie viele 4- und 5-Sterne-Hotel Minsk hat, aber ich freue mich riesig drauf, eben, dass ich dieses Mal wieder eben als Unterstützer dieser Technologie dabei sein darf. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen kompakt nochmal zusammenfassen. Und ich hoffe, dass einfach viele Menschen sich das Ganze mal anschauen, vielleicht der eine oder andere eben auch Unterstützer werden möchte, eben an dieser grandiosen Technologie. Schönen Abend.